Zagara? Der Leviathan soll diesen Bereich des Schiffes stabilisieren. Es ist vollbracht. Halte durch, Jim. Ich bin fast da. Wie weit denn noch? Vor allem der immer noch mit den Zigaretten packen. Nein. Ich musste dich rausholen. Was hast du getan? Was ich tun musste. Sag das, Phoenix. Sag das den Millionen von Toten. Du hast geschworen, die Königin der Klingen zu töten. Du warst der Einzige, der je an mich geglaubt hat. Glaubst du noch immer an mich? Ich liebe dich, Jim. Vergiss das nie. Es ist aus. Knallhart. Ich glaube, hätte sie nicht so mit ihren Dingern geknackst. Aber muss man sich ein bisschen vorstellen. Valerian, der Thronprinz, also quasi der Nachfolger des Oberhaupts der ganzen menschlichen Bevölkerung da, arbeitet liebend gerne mit der Queen zusammen, aber Jim Raynor, der Geliebte, Ex-Geliebte, kein Bock. Ist doch eigentlich wahnsinnig. Tja, so sieht man, wie eine Beziehung auch noch kaputt gehen kann. Geht die Freundin in Zerg-Modus, dann ist aus. Eindeutig. Ich bin jetzt eher... Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass Kerrigan jetzt einen Rage-Marsch Richtung Arcturus Mengs macht und... Wer weiß, vielleicht bringt die sich am Ende selbst um. Du hast nicht ausgewählte Fähigkeiten, meine Königin. Du kannst sie in deiner Kammer einsehen. Leck mich am Arsch. Es geht gerade um was Wichtiges und du kommst damit zu scheiß Fähigkeiten an. Jim geht es gut. Er ist auf der Krankenstation. Aber ich denke nicht, dass er mit irgendjemandem... Ich bin hier, um mit dir zu sprechen, Valerian. Du weißt, dass ich jetzt nach Korhal aufbreche. Ja, sie planen, meinen Vater zu töten. Darauf warte ich schon lange. Ich muss wissen, auf wessen Seite du stehst. Auf der Seite meines Volkes. Ich weiß, dass mein Vater verloren ist. Er muss von seinem Posten entfernt werden. Ich bin froh, dass wir uns verstehen. Kurzes Gespräch. Und Isha, wenn du mir noch einmal... Also, wäre ich die Queen oder King? Ich hätte die umgebracht. Ich hätte die da rausgerissen und ins Weltall geschmissen. Ganz ehrlich. Am Anfang war die ja vielleicht ganz cool, aber... Du hast an Stärke hinzugewonnen. Eine weitere Fähigkeitsstufe ist jetzt in dir erwacht. Ey, Isha, das sind nicht Dinge... Das sind belanglose Informationen, die du mir hier mitteilst. Was haben wir denn? Brütlinge-Infektionen. Gegner, die durch Kerrigan Schaden erleiden, werden verseucht und verschaffen 2 Brütlinge. Ja, ja. Reiserei. Jeder Angriff erhöht Kerrigans Angriffsgeschwindigkeit um 15%. Stapelbar bis zu einer Angriff... Geschwindigkeitserhöhung von 75%, ja, nice. Fähigkeit, Effizienz, Abklingzeiten und Energiekosten von Kerrigans Fähigkeiten werden um 20% verringert. Bis jetzt kam ich da mal gut klar, also. Ja, die gut Schaden macht, würde ich eigentlich sagen, das hier, ne?
Nehmen wir auch. Evolutionsgrube. Nichts zu sagen. Evolutionsmission. Schwarmwirtgattung bereit für Anpassung. Kreatur mit nützlichen Sequenzen entdeckt. Ermöglicht Schwarmwirt fliegende Schrecken. Muss einverleiben. Essenz erlangen. Schwarm verbessern. Ja, ja, ist du weiter deine Larven. Aber mir wird kalt. Wie viel Uhr haben wir es eigentlich? Ausnahmsweise haben wir 10 vor 10 morgens. Also, wo es hell ist. Wirklich. So, jetzt schon wieder. Ich finde es. Den Mund. Ja, schon ein bisschen verstörend, ne? Vor allem, das könnte hier eine Larve sein, wo hier der Bauch einfach so aufgeplatzt ist und sich das so einfach entwickelt hat. Schönes Bild. Mit hier den schönen Beinchen noch. Also ich glaube, in dem Punkt würde man sagen, das ist ein Arschgesicht. Und ich finde immer noch, das ist eine Quollquappe. Wie sieht das aus? Ich finde das... Das sieht aus wie eine Wo ist meine Maus hin? Meine Maus! Meine Maus ist weg! Nein! Beliebige Taste drücken, um fortzufahren. Das sah jetzt ein bisschen aus wie der Todesstern. Itkoksax 3, Neu-Babylon. Essenz im Gebiet der Liga gefunden. Einheimische flugfähige Spezies enthält Sequenzen für Schwarmwirtstrang. Essenz aus Nest erlangen. Ermöglicht Schwarmwirterschaffung von fliegenden Schrecken. Die Liga hat die perfekten Ziele zur Verfügung gestellt, um sie auf die Probe zu stellen. Oh, ich sehe schon warum. Bunker umbenannt. Umbenannt. Unbemannt. Terranische Truppen versperren Weg. Eliminieren, um weiterzukommen. Das sind nur die normalen Schrecken, oder? Hau doch erstmal das Ding um. Reichen die? Locker. Vielleicht OP wären die ja schon, ne? Da kommen diese Brutfliegen. Wahrscheinlich muss ich die erstmal ausschalten, oder? Das wird doch mal interessant. Mistkäfer gegen Fliegen. Unsere Fliegen gewinnen ziemlich, Mistkäfer gewinnen ziemlich schnell. Warum war man Fliegen? Verbessere Schwarmwirtsequenzen. Oh. Neue Gattung. Aasjäger. Erschafft flugfähige Schrecke. Leitet den Angriff ein. Grabt euch hier ein und legt das Nuklearsilo in Schutt und Asche. Vor dem man ja Schaden ohne Ende. Ach nein, was machen wir jetzt? Hat sie weg. Und jetzt das Silo. Müsste es jetzt nicht voll bumm machen. Das erste Silo ist zerstört. Bewegung. Weiter zum zweiten Ziel. Nein, 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 nein. Wir wollen gründlich sein. Keine Überlebenden und so. Mann, ey. Die erschaffen einfach keine neuen. Da. Kaputt machen. Und dann Todunfall. Danke. Terranische Bodeneinheiten. Konflikt. Aasjägergattung einsetzen. Luftüberlegenheit. Ich will trotzdem näher ran.
Aha, die haben keine Chance. Warte, wir sind nur verwurzelt, oder? Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ein Grab. Jetzt macht sie alle. Bitte, schnell. Angreifen. Schaffen die es, oder? Ne, schaffen es nicht. Also, bitte. Das müsste aber jetzt klappen. Ja, sehr gut. Danke. So lustig die ersten Evolutionsmissionen waren, so langweilig werden wir jetzt langsam, finde ich. Oder irre ich mich? Nuklearsilos zerstört. Schwarminvasion kann ungehindert fortfahren. Bereite auf nächsten Test vor. Ja? Können wir nicht zum nächsten Test? Wie das Interface immer verschwindet, finde ich so geil. Planet Ignus. Brutmutter kürzlich getötet. Brut in Gefahr. Lokaler Organismus. Aschenwurm. Zerstört Schwarmbrut. Das ist blöd. Und die Katze will wieder rein. Gräbt sich durch Erdkruste. Entkommt schnell. Schwer zu fassen. Essenz nützlich für Verbesserung von Schwarmwirt. Sequenzen aneignen. Die war doch nicht da. Brut vom Ignus, aber ich hab nur die. Der Aschenwurm leitet den Angriff ein. Ich darf wahrscheinlich nicht zu nah. Jetzt macht sie alle. Ah, jetzt haben wir nur die hier, ne? Das wird ätzend, ich sehe es jetzt schon. Wurmorganismus hat sich in Erdkruste vergraben. An neuen Ort geflohen. Nachjagen, zur Strecke bringen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Selbst in kleinen Viechern ist es aufgefallen. Warum haben die hier sowas, aber keine Brutstätte? Wo ist die Logik? Heute stirbst du, wa? Sehen wir mal beim Schlüpfen zu und dann der tosende Angriff von über Millionen Zergs. Das ist hier noch ein Spätrockner. Bitte geht da auf. Essenz erhalten. Verwebeeigenschaft in Schwarmwirtstrang. Ich hasse es nämlich, wenn da irgendwie Tunnelgräber. Viecher gräbt sich durch Planetenkruste. Taucht an beliebigem Ort wieder auf. Brutstätte wird angegriffen. Tiefes Graben von Schwarmwirten verwenden. Schwarmcluster verteidigen. Lasst mich durch, ich bin Zerg. Hier hinpflanzen. In dem Fall sogar. Wäre das sogar komplett richtig. Naja, vielleicht doch nicht ganz so. Sekundärer Schwarmcluster wird angegriffen. Verteidigen. Und wieder flop. Verwurzeln und Angriff. Weg mit denen und. Haut sie alle weg. Könnt ihr bitte schneller sterben? Ein bisschen schneller. Kannst den. Danke. Wurde ja. Schwarmcluster erfolgreich verteidigt. Liga vernichtet. Muss Schwarmwirtsequenzen für Integration vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Wir sind ja immer Liga beseitigt, zerstört, whatever.
Irgendwie kann ich es ja nicht glauben, so oft wie wir noch gegen die kämpfen. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Da ich es einmal hasse, die Einheiten separat zu machen, nehme ich lieber die Fliegenden. Aber was bringen mir die Fliegenden im Endeffekt? Auch nix, ne? Ne, die Fliegenden bringen nichts. Wenn ich da irgendwas mit Fliegeinheiten nutze, vergesse ich die Schwarmwirte eh und komme dann mit 10.000 Mutalisten. Also nehme ich die hier. Tunnelgräber. Neue Gattung. Danke. Hä? Was denn jetzt los? Wie es aussieht, erlangen wie eine kleine Videosequenz. Wahrscheinlich wird sie mit Jim Rayner abgehen. Ich hätte gerade eine Idee für ein richtig awesomes Ende für das Spiel. Jedenfalls für Arcturus Minx. Hä? Bin ich schon so alt? Ich dachte, es käme eine Videosequenz. Naja, dann halt nicht. Dann würde ich mal sagen, das war's erstmal mit dieser Aufnahme und ciao.